Hier haben wir einen Panacolus albivans. Zebra oder Ringelstöckchen aus dem Alejandro in Peru. Den haben wir ja ganz regelmäßig da. Ist auch einer von den preiswerteren und unkomplizierten Welsen. Und eigentlich auch ein sehr schöner Kraft, wenn er hinten die ausgezogenen Filamente bekommt am Schwanz. Und wird halt nicht so groß wie viele Arten, wird ausgewachsen, so 10 cm etwa. Und ganz unproblematisch in der Haltung. Kann man gut mit Tabletten, Zucchini und solchen Sachen ernähren. Genau. Pflanzen ein bisschen schwierig. Schrastelt natürlich Amazonas ab, wenn er drankommt, weil er halt an seinen Biotopen keine Wasserpflanzen hat. Das sind halt nur Steine. Es ist halt auch immer wichtig, dass die ganzen Panacolus-Arten Holz haben, weil sie es ganz dringend für die Ernährung, also für die Verdauung brauchen. Und ist auch nicht so ein Superscheuer, den sieht man auch tagsüber mal. Komm auch gern mal raus, ne? Genau. Und man kann es halt gut ans Füttern gewöhnen, dass sie auch tagsüber fressen kann. Zoobox.de. Fische zum Verlieben.